Wir sind wieder da. Aber nicht mit der Nummer Katja, bei mir könnt ihr lassen, bringt eh nichts. Nee. Danke für den Applaus. Das war vielen Dank, Applaus nochmal. Vielen Dank. Oh. Ja, wir freuen uns. Wir leben vom Applaus. Ja, wir leben davon, ganz genau. Ja, und jetzt geht es nämlich schon direkt weiter mit dem nächsten Talk. Dreamland Productions hat geladen und einige Hörspielkollegen eingeladen aus dem Business. Ja, und der Thomas Birker, der Kopf der ganzen Produktionsfirma, wird jetzt gleich die illustren Gäste aufrufen. Also viel Spaß bei dieser Talkrunde. Ganz genau. Hallöchen. Ja, super, dass die Ränge so gut besucht sind. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist das fünfte Mal in Runde, dass ich mit meinen Kollegen auf die Bühne gehe, weil ich es damals ganz schade fand vor 6 Jahren, dass man eigentlich nur die Stände sieht, aber nicht weiß, wer steckt dahinter, warum machen sie das und ja, wie sind sie selbst in der Einstellung mäßig dem Hörspiel verbunden. Und deswegen, ja, diesmal habe ich eine sehr illustre Runde zusammengestellt, bitte ich zum ersten Mal hier auf der Hör mich dabei Simone Somales von der R&B Company und Zauberstern Audio. Joachim Ziebe von der Hörkastanie und Konfuzius-Institut Frankfurt am Main. Er hat letztes Jahr schon eine Riesenshow geliefert, also ist nicht das erste Mal dabei, um das auch mal zu erwähnen, weil wir nämlich jetzt den nächsten Newcomer auf der Hör mich haben, zumindest wüsste ich nicht, dass er schon mal da war, Tobias Schuffenhauer von TOS Hörfabrik. Dann begrüße ich einen Tausendsasser im Hörspiel-Business. Den einen Teil von Steinhardt, die letzten beiden Jahre war Tom Steinbrecher, der andere Teil von Steinhardt dabei. Diesmal ist es Paul Burkhardt. Und das sind jetzt eigentlich alles nur Männer, wenn ich mich nicht irre. Gibt es eigentlich außer Heike Dine Körting noch eine, unsere Märchenkönigin, gibt es da eigentlich noch eine Hörspielproduzentin? Habe ich ihn die ganze Zeit gefragt und habe gedacht, na gut, mir fällt keine ein. Dann hole ich doch jemanden mal auf die Bühne, der trotzdem die Frauenquote mal erhöht. Und hole mir jemanden aus der anderen Seite, sprich von den Rezensionen. Da ist sie aber auch nur eine von 2 Frauen, die das macht. Herzlich willkommen, Mareike Lümkemann von traumwelte-hörspiele.de. Und an dieser Stelle hätte ich fast 2 Überraschungsgäste euch geboten. Sebastian Pobert, wir grüßen ihn ganz lieb, ist aber leider noch in Urlaub in Italien drüben. Und deswegen darf ich dieses Jahr, wie letztes Jahr, meinen sehr geehrten Überraschungsgast Iva Leon Menger begrüßen. Dann fangen wir doch ganz gerne an. Simon und Tobias, ihr seid heute zum allerersten Mal auf der Hör mich am Start. Wie gefällt euch das Event bisher und was gefällt euch am besten bisher? Also ich muss sagen, ich bin total geflasht. Ich habe gar nicht gewusst, was mich erwartet. Ich habe so ein paar Fotos in Social Media gesehen von den letzten Jahren. Aber ich bin total begeistert, mit welcher Offenheit man hier empfangen wird und wie das miteinander ist. Und alle sind wir ja gleich per Du. Das ist richtig cool und es macht richtig Freude, hier zu sein. Das sehe ich genauso. Also ich finde es immer, dass es fast wie so einmal im Jahr ein großes Familientreffen ist. Ja, total, ja. Dann Simon, wie siehst du das? Ja, ich bin sehr überrascht, dass es so toll besucht ist. Ja, ich habe schon Fotos gesehen von den letzten Jahren, war aber nicht aufgefasst. Und ja, auch positive Resonanz bei uns am Stand. Es freut mich, die Kollegen zu sehen, die Fans. Ich habe bis jetzt eigentlich nur Gespräche mit Fans gehabt und finde das toll auch, dass man mal direkten Kontakt hat. Also sehr, sehr schön. Sehr schön. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt einfach mal der Reihe rum. Wie steht ihr eigentlich dazu? Das ist vielleicht auch mal für euch eine interessante Frage. Seid ihr selbst Hörspielhörer, Hörspielfans? Fangen wir mal vorne bei Iva an und gehen die Runde. Nein.
Ich mache das nur zum Geld verdienen, wie jeder hier von uns. Nein, natürlich sind wir alle, die hier im Raum sind, Hörspielfans und bei mir kommen auch die Hörbücher noch mit dazu. Es ist einfach eine tolle Sache, während dem Autofahren oder wenn man ins Bett geht, Geschichten zu erleben, ohne dass man jetzt ein Buch oder eine Serie angucken muss. Und natürlich, wie jeder andere hier wahrscheinlich auch, bin ich mit 3 Fragezeichen aufgewachsen. Und ich muss gucken. Mit Ton kenne ich mich nicht aus. das ist natürlich, stellt sich natürlich keine Frage. Hörspiel, höre auf jeden Fall. Und du? Ja, ich auch. Ich verdiene damit kein Geld. Ich mache es einfach aus Spaß an der Freude, weil ich immer schon Hörspiele gehört habe und mir ein Leben ohne Hörspiel eigentlich auch nicht vorstellen kann. Ich freue mich, dass ich das an meine Kinder weitergeben kann, die jetzt auch begeistert Hörspiel zum Einschlafen hören, zum Malen Hörspiel hören. Also bei uns in der Familie gehört das Hörspiel dazu. Ach, jetzt ist ja nicht belegt. Es kommt vor, dass ich mir auch ein Hörspiel anhöre. Fast jeden Abend, also natürlich. Und auf jeden Fall ist es eine großartige Sache. Also das Hörspiel ist ja sowas wie die Musik der Literatur. Man kann etwas erleben, ohne es sehen zu müssen. Ich finde es sehr dankbar, dass man mal nicht hingucken muss, kein vorgefertigtes Bild bekommen, sondern sich seine eigenen Vorstellungen machen kann. Wie sehen die überhaupt aus und so weiter. Von den 3 Fragezeichen weiß man auch nur, dass einer etwas dick ist und der andere ist sportlich und der andere trägt vielleicht eine Brille. Ich weiß es nicht, wie es bei Bob ist. Gleichzeitig ist er ein Frauenschwarm. Ich weiß es nicht. Aber man hat sein eigenes Bild und ich denke, jeder hat sein eigenes. Und das ist toll und das sollte man auf jeden Fall sich bewahren. Ich liebe es auch tatsächlich, mit Hörspielen einzuschlafen. Ich finde das total fantastisch, weil man, ich nenne es immer, ins Fantasiereich überwechselt. So. Und das finde ich total schön und angenehm. Und tatsächlich, das finde ich ganz interessant, wenn ich das im Bett höre, abends schlafe ich ein. Wenn ich das im Auto höre, abends bleibe ich wach. Das ist total faszinierend. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, wirklich zum Glück. Ja, das ist aber in der Tat genauso, wie es sein soll. Also natürlich, ich bin auch mit Hörspielen aufgewachsen. So mancher Haushalt, den man zu tätigen hat, wird unheimlich verkürzt, eben weil man nicht das Bild hat. Man muss nicht die ganze Zeit irgendwo hingucken, sondern das Kino findet im Kopf statt. Und das ist natürlich besonders schön. Von daher, und was Paul sagt, dass jeder sein eigenes Bild sich machen kann, das ist natürlich ein ganz besonderer Reiz. Von daher, ja, großer Hörspielfan. Ja, ich mache es jetzt kurz, ich höre auch Hörspiele, weil die Kollegen haben eigentlich schon alles gesagt. Ja, bei mir geht es genauso, aber mich kennt er ja, wie gesagt, aus den letzten Jahren unter Name Dreamland, wie Tobias richtig schon sagte, er sagte Fantasyland oder sowas. Fantasiereich. Oder Fantasiereich, genau, und deswegen trägt unser Label auch den Namen Dreamland, weil ich als Kind schon in die Dreamland, also in die Traumwelt der Hörspiele entflohen bin, aus dem Alltag ausgebrochen. Und ich denke mal, das geht vielen hier in der Runde, denke ich mal so. Jo, ich glaube, bei dir schwupps wohl. Kann das sein? Ja. Sag mal, du gehst uns in der Hörspielbranche ganz schön auf den Geist. Gleich mit 2 Geistern begeisterst du die Hörspielbranche. Jetzt seit 2 Jahren, glaube ich. Seit 2 Jahren, genau. Erst hast du den kleinen Tiao Tiao spuken lassen. Richtig. Im Konfuzius-Institut an der Goethe-Universität in Frankfurt. Genau. Richtig. Und jetzt dieses Jahr präsentierst du uns den zweiten Geist. Und der ist sogar schon ein bisschen älter. Und zwar aus der Spielereihe oder Serie Mitternachtsparty Hugo, das Schlossgespenst. Genau. Wie kam es dazu, dass du gleich mit 2 Gästen die Hörspielwelt begeisterst? Ja, das ist eigentlich total bekloppt. Das werden sich einige fragen, warum macht er immer so Gespenstergeschichten für Kinder? Es ist tatsächlich so, dass Tiao Tiao, das chinesische Gespenst, ganz stark von Hugo inspiriert war. Man muss dazu sagen, Hugo, das basiert auf einem Brettspiel, Hugo, das Schlossgespenst, das gibt es dieses Jahr seit 30 Jahren und dazu gab es schon mal 1989 eine ganz süße kleine Hörspielreihe bei Karussell und Ravensburger ist die erschienen, gab 8 Folgen und die fand ich ganz toll und die haben mich zu Tiao Tiao inspiriert. Und als ich dann irgendwann mal wieder in meinem Tonstudio in Offenbach saß und zum 132. Mal von diesem Mitternachtsparty erzählte, sagte Markus Löhr aus dem Studio,
jetzt, Jo, jetzt guck doch endlich mal, wo die Rechte für diesen Hugo liegen. Dann mach doch endlich mal Hugo-Hörspiele. Und da habe ich mich erkundigt, habe mich mit dem Amigo-Spiel- und Freizeitverlag in Dietzenbach auseinandergesetzt. Die waren sehr angetan davon. Und so kam es, dass ich dann jetzt inzwischen meine zweite Gespensterserie habe. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin einfach totaler Fan solcher kindlichen Grusels und solcher Gespenstergeschichten. Ich will das nicht sprengen, aber ich habe neulich eine alte Vermieterin wieder getroffen, 30 Jahre nicht gesehen. Und sie sagte dann zu mir, erinnerst du dich noch, du hast mir eine Schachtel hingehalten? Also ich war, glaube ich, so 5 oder 6 und da hast du gesagt, da ist das Gespenst drin. Ja, ich habe damals wirklich schon mit Gespenstern, irgendwie hatte ich immer so einen Gespenstertick. So, dankeschön. Damit nimmst du mir... Damit nimmst du mir eigentlich schon eine meiner nächsten Fragen, die ich an dich hatte. Wie war es denn Überzeugungsarbeit den Autoren, den du übrigens sehr, sehr geil, also ich habe das Hörspiel schon gehört, von Hans-Georg Panschak im Hörspiel eingearbeitet hast, also von ihm sprechen lassen hast. Wie war es den Herrn Krämer und die Spielefirma zu überzeugen, dass du die Hörspiele machen darfst? Das ging eigentlich, die waren total offen, weil die mit dieser Marke, mit dem Produkt Hugo, das Schlossgespenst, das Spiel gibt es seit 30 Jahren. Es hat sich inzwischen über 1 Million Mal verkauft, aber sie hatten damit keine Pläne auf dem Hörspielmarkt. Und von daher haben die sich eigentlich mega gefreut. Sie haben, das sage ich jetzt mal unter uns dreien hier im Saal, sie haben jetzt auch nicht große Ambitionen gehabt, das wahnsinnig finanziell zu supporten. Sie haben mich an anderer Stelle sehr supportet, das muss ich wirklich sagen. Also es ist eine tolle Kooperation, aber sie haben gesagt, mach. Also wir können dir da jetzt keine großen Produktionen bezahlen, da musst du zusehen, aber mach es. Und Wolfgang Kramer war auch sehr begeistert. Ich habe ihm dann irgendwann bei einem Besuch in Stuttgart, wo er lebt, eröffnet, Herr Kramer, ich würde Sie gerne als reale Figur, den Spieleerfinder, in mein fiktives Hörspiel reinholen und sozusagen eine erfundene Geschichte erzählen, wie Wolfgang Kramer das Gespenst trifft und dadurch die Idee zu seinem Brettspiel hat. Und dann habe ich gedacht, oh, wenn der das jetzt nicht will, ich habe das Skript schon fertig, das wäre echt doof. Ne? Ja, das ist ja auch so, als Stuttgarter dann gesagt, das ist super, das machst du mal. Ja, und das war wirklich gut. Und als ich dann gesagt habe, Sie werden auch von Panschak gesprochen, der ja Luke Skywalker ist, da hat er nur anerkennt, genickt. Und also er war begeistert, er fand es super. Von daher ist es auch echt schön geworden. Ja, ja, es ist ja herzlich, man merkt es bei deinem Skript schon, aber auch die Sprecher hatten, glaube ich, eine ungeheure Vielen Spaß Dank. Dabei. Ich freue mich sehr. Genau. Dann gehen wir mal vom Kinderhörspiel-Grusel zum Erwachsenen-Grusel. Da ist nämlich hier der Kollege neben mir, genauso wie Iva, aber ich auch, so ein bisschen, alle drei, glaube ich, so ein bisschen affin für. Du hast mit einer eigenen Serie oder mehreren eigenen Serien Undead Live, Face the Van Helsing Chronicles, die ja über 50 Folgen bisher hat, du hattest noch die Psi-Akten, genau. Hast du ja sehr, sehr facettenreich und sehr, sehr viele Ideen. Woher nimmst du deine Massen an Ideen? Also gerade bei so einer gigantisch umfassenden Serie, wie es ja Iva mit Ghost Box und bei Monster 83 ja auch gemacht hat, mit seinen Kollegen da. Aber du hast ja sogar alleine gemacht. Wo nimmt man die so Wahnsinnsideen her und vor allem über so großer Spanne eine Geschichte zu erzählen? Naja, gut, ich habe früher ja auch heute noch Hörspiele gehört, ich schaue gerne fern, ich lasse mich gerne inspirieren, ja, und ich klaue auch ab und zu gerne, das gebe ich zu, für mich ist das eine Hommage, ja, man kann etwas nehmen, dann in den Mixer rein verwursteln und es kommt was ganz Neues raus, manchmal ist es verpönt, ja, meistens ist es erfolgreich, sage ich mal, man braucht sich nur die ganze Palette anschauen, es wiederholt sich alles, ja, also jetzt irgendwie was ganz Neues erfinden, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, habe ich noch nicht gesehen. Ja. Es hat immer verschiedene Facetten. Und das war einfach so, ich wollte mich beruflich neu orientieren, das war 2002. Und damals hat man die ganzen Konzepte maritim angeboten, also das alte Maritim von C. Hermann. Und hat mit Jack London angefangen, ja, also die Serie von meinem Partner Wolfgang Strauß. Eine Comedy-Serie, wohlgemerkt. Eine Comedy-Serie, die sehr, sehr derb und vulgär ist, ja, muss man dazu sagen, ist einfach so, ja, und das war auch gut so. Wir beide haben die Hauptrolle dann gesprochen, also es waren keine bekannten Schauspieler dabei, die war super erfolgreich damals, also da konnte man noch, was Maritim angeht, super Umsätze machen und so ging es dann weiter und da habe ich gedacht, weil ich ja selber so wie du ganz großer Fan von der alten Grusel-Serie von Europa ist, da
das müsste man irgendwie wiederholen, für die ganzen Nostalgiker eigentlich. Also man es einfach versuchen zu wiederholen. Und das, was danach auf uns zukam, das konnte ja keiner wissen, ja. Weil in der ersten Episode dachte ich, ich müsste die Hauptrolle sprechen, ja. Und das ist so super angekommen, ja, also im negativen Sinne, dass das heute wirklich ein Kultobjekt ist, die erste Folge von Psi-Akten, ja. Habe ich nie wieder gemacht, man hat daraus gelernt, obwohl es eine Wiederauflage gab, wo meine Tolle dann der Marius Klavin gesprochen hat, ja. Naja, so hat es halt seine Anfänge genommen und wie ich drauf komme, es ist einfach Inspiration, das ganze Leben ist Inspiration, ja. Du gehst durch die Welt, du lernst verschiedene Menschen kennen, du beobachtest manchmal auch, wenn du im Café sitzt, was passiert da und dann mixt du das zusammen. Das ist, ich denke, unter Kreativen, jeder hat seine Fantasiewelt und wenn man sich dann so verwirklichen kann, muss man demütig sein und dankbar sein, dass man diese Gabe hat oder dieses Talent, dass man das so umsetzen darf und wenn man dann noch Tausende von Fans unterhalten darf, das ist ja das Schönste. Ja, das merke ich heute wieder am Stand, die sich bedanken, die sich freuen, die mit Feuer und Eifer dabei sind. Und wenn man das alles hat, was einem hier gut tut, ja, und dann, sage ich mal, noch davon leben kann, dann ist das wunderschön. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es leichter ist oder schwerer ist, wenn man wirklich mit fantastischen, kreativen Menschen zusammenarbeitet und dann ganze Staffeln kreiert. Iva wird schon wissen, dass ich ihn damit meine. Ghostbox war jetzt dein alleiniges Baby, so wie ich es weiß. Und Monster 83 hast du ja mit den großartigen Kollegen Raimund Weber und... Annette Strohmeier. Genau, Annette Strohmeier gesprochen. Sorry, danke. Ist das schwieriger? Ist das groß? Wie ist es praktisch mit Dreierteam? Und bei Darkside Park und so hattest du ja auch mit anderen noch gearbeitet. Wie ist es da die Kontrolle zu behalten und allen, weil eure Fantasien werden ja wahrscheinlich auch zum einen einen Einklang haben, aber auch teilweise sehr auseinanderdriften. Wie ist es da, die Kontrolle als Mastermind zu behalten und eine tolle Story zu liefern, wie ihr das wirklich großartig gemacht habt? Das ist eine gute Frage. Also die Wenn man im Team arbeitet, dann ist natürlich der Anfang ganz wichtig, dass man sich überlegt, wer erzählt welchen Strang und entwickelt sozusagen über die Serie heraus, also über die 10 Folgen von der Staffel, den Grundplot und dann geht jeder schreiben. Und dann am Ende muss ich über alle Folgen immer nochmal drüber gehen, sonst würde man ja merken, weil jeder Autor hat einen eigenen Stil. Das heißt, das betrifft auch die Sprachen. Und das ist dann eigentlich nochmal eine komplette Arbeit, darüber zu gehen. Aber das macht halt den Charme aus, komplett. Also es ist natürlich auch sehr einfach, im Team zu plotten, weil man sich dann die Bälle zuspielen kann, was alleine ein bisschen schwieriger ist, weil dann ist es wirklich wie der klassische Autor, sitzt alleine vor deinem Computer und musst irgendwas aufs weiße Blatt Papier bringen. Aber für die Planung ist es mit drei Autoren natürlich perfekt. Da kommen wir mal zum Paul, der sehr facettenreich, Tausendsasser, wie ich ihn vorhin genannt habe, ist. Du schreibst Krimis, du hast für mich sozusagen mit Paul zusammen, mit Tom zusammen, Grusel-Jugendhörspiele, kann man es fast nennen, innerhalb von Trimian Grusel geschrieben. Tust du praktisch umschalten oder wie gehst du diese unterschiedlichen Richtungen an? Wenn du da mal Offenbarung 23 schreibst, dann schreibst du Sherlock Holmes, die größten Fälle, dann schreibst du wiederum für Trinet irgendwas. Wie schaltest du da um? Ja, das erfordert natürlich immer ein bisschen Umgewöhnungszeit. Also ich kann nicht mich hinsetzen, in dieser eine Stunde jetzt eine Offenbarung 23 schreiben, zu Wayne McLare wechseln, zu Twilight Mysteries die nächste Stunde. Das funktioniert nicht. Man braucht immer, ich brauche mindestens 30, 40 Minuten, um in diese Welt reinzukommen. Und am besten ist es, wenn ich mehrere Folgen nacheinander schreiben darf. Ja, bei Twilight Mysteries oder Wayne McLare habe ich meistens dann durch mehrere Folgen einen Auftrag bekommen, was gut war, weil ich mir gleich die Planung machen konnte. Hilfreich ist, dass ich mir immer nicht nur ein Exposé schreibe, sondern eine ganze Szenengliederung, wo ich genau schreibe, wer macht was, wann, mit wem, warum. Und für jede Szene habe ich das fertig, bevor ich mit dem ersten Satz beginne. Und dann ist es ganz einfach, weil dann gucke ich mir meinen Plan an, das ist ja alles vorgearbeitet. Und dann sage ich, ach so, der klaut, ach so, warum, später, ach da, ja, okay, komme ich hin. Ja, und wenn man genug Vorarbeit macht, dann klappt das. Aber natürlich ist es sinnvoller, nicht ständig zu wechseln. Lieber mehrere nacheinander.
Und ich hoffe, dass ich irgendwann noch mal ein paar Aufträge weiterkriege, damit das so weitergehen kann. Ja, dann kann ich dich gerade mal fragen, wann machen wir die nächste Tom und Nina-Folge? Oh, da sollten wir mal drüber sprechen. Offenbar kamen die ja ein bisschen an. Und Kerstin, ich weiß nicht, ob sie hier auch im Raum ist, aber sie ist ja heute auch da, was uns sehr, sehr freut. Also mit ihr und ihrem Bruder Sascha zu arbeiten, das ist immer Bombe. Und ja, die leben die Rollen ähnlich wie eine Kultserie aus den 80ern, die sie auch zusammengesprochen haben. Und daran ist es ja so ein bisschen angelehnt. Das ist schon sehr, sehr cool. Da geht einem schon das Herz auf genau. Jeden Fall. Jetzt kommen wir von der einen Jugendserie, die ein bisschen gruselig ist, weil es auch innerhalb von Triebenden Grusel ist, zu einer Jugendserie, die mir bisher gar nichts gesagt hat, obwohl sie 25 Jahre schon existiert, wie mir gesagt wurde, sogar in der älteren Version, glaube ich, mit einer anderen Umbesetzung oder so, weil sonst die Kinder ja auch etwas älter werden. Das funktioniert bei den drei Fragezeichen, aber wahrscheinlich nicht überall. Macht Tobias die fünf Geschwister und das Erstaunliche ist ja im Gegensatz zu uns, bei uns gruselt es ja öfters, bei euch ist es die Gegenseite sozusagen. Bei euch ist es der liebe Gott und Jesus, die eine große Rolle in eurer Jugendserie spielen. Ich habe, wie gesagt, jetzt vor kurzem sie entdeckt, bin selbst auch Christ und war ganz überrascht. Das wird gebetet, da wird christlich gesungen, da wird aber auch toll ermittelt eigentlich. So ein bisschen Point Whitmark hat mich das ein bisschen erinnert gehabt. Wie seid ihr darauf gekommen oder deine Vorgänger? Weil du hast ja dann irgendwann übernommen. Du kannst natürlich in deinem Alter nicht seit 30 Jahren Hörspiel machen. Wie seid ihr darauf gekommen und wo findet ihr eigentlich euer Klientel? Also die ist tatsächlich 1989 gestartet. Das war ein Pfarrer, der gesagt hat, es gibt irgendwie so coole Hörspiele, aber es gibt nichts im christlichen Bereich. Und er hatte selber 5 Kinder und er sagte sich, die müssen doch irgendwas Cooles noch haben, um irgendwie mit Gott und Werten noch ein bisschen versorgt zu werden. Und der hat sich diese Geschichten ausgedacht mit den Namen seiner Kinder tatsächlich und hat die Reiseorte, die sie besucht haben, umgesetzt in Abenteuergeschichten. Und es kommt auch Grusel ein bisschen drin vor, tatsächlich in unseren Geschichten, aber alles natürlich ganz sachlich und mit Verstand zu erklären. Ich habe die selber als Kind gehört, ich war damals 6 Jahre alt tatsächlich und für mich war das echt ein Traum, dass ich dann irgendwie 2014 vom Verlag gefragt wurde, ob ich die nicht weiterführen will, die Serie, und seitdem schreiben wir die seit Folge 11 sozusagen bis 26 jetzt und das Klientel ist tatsächlich groß. Also ich weiß, von den ersten 10 Folgen sind die 6-stellig verkauft worden, die Folgen. Und das ist schon eine Marke, finde ich, erstaunlich. Und ich freue mich auch, dass sie nicht nur irgendwie in irgendwelchen Kirchen verteilt werden, sondern tatsächlich dann auch Freunden mitgebracht werden und so, weil ja, sie beten und in den alten Folgen singen sie fast in jeder Folge irgendwie, wer hat die Kokosnuss geklaut oder sonstige Lieder. Aber ja, es ist tatsächlich so verpackt, dass es auch anhörbar ist für Leute, die vielleicht mit dem Glauben nichts zu tun haben und trotzdem aber auch lernen können, wie ist das mit Neid umzugehen? Wie ist das, wenn ich Schuld auf mich geladen habe? Wie kriege ich irgendwie die Vergebung? Und das sind natürlich zentrale Themen, die nicht nur im christlichen Hörspiel auftauchen, sondern auch, glaube ich, in vielen anderen Geschichten. Und das finde ich eigentlich ganz nett, so eine nette Mischung.